Ja, also ich bin mir nicht ganz so sicher, welches Item ich jetzt hier wie verändern will. Sind beide ganz nice, aber... gehen wir zur Truhe. So viel Platz habe ich auch nicht mehr. Ja, wenn man sieht, dass jede Fähigkeit ein Enchant, also einmal verzaubern ist, dann denkt man, da müsste das ja besser sein. Aber ich denke hier, dieser 10% erhöhter kritischer Schaden macht einfach mehr her. Und dass der Grundschaden höher ist. Aber, was ich jetzt gucken kann, das habe ich auch mal angesprochen, vielleicht, dass man, oh, der hat sowas gar nicht. Ah, müsste zum hinteren gehen. Das ist einfach nur eine Waffe, die einen hohen Grundschaden hat, weil dann können wir ja Sachen reinzaubern. Auf 431 ist das schon mal was, aber hat das Slow Tempo. Hier sogar eine Einhandwaffe, die ziemlich hohen Schaden hat. Ja, 379 Rückstoß und Rüstung zerstören. Epic Small Bombard! Ja, oder wir gehen natürlich zum Glückshändler und bauen uns da die Epic-Mega-Waffe zusammen. Durch Glück. Hast du was Neues? Stille, ja, ist ja blöd. 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 Alles blöd. Obwohl. Ach so, ja, okay. Was ich auch allgemein mal ausprobieren könnte, ob ich die Ringe hier auch verzaubern kann. Müsste eigentlich auch gehen. gehen wir mal hier hin zum Glückshändler. Los, gib mir Glück! Hier, das hier. Nee, das hier, das sieht gut aus. Das ist hier so ein Schrotgewehr. Holen wir mal. Holen wir das hier mal. Okay, dann haben wir da noch eins. Ja, das hier sieht doch schon ein bisschen besser aus. Electric Damage, Physical Damage, 12 Kritische, 15 Rückstoß, höhere Angriffsgeschwindigkeit und 12 abgesaugte Mana pro Treffer. Also damit sind die Mana-Probleme erstmal Geschichte. Ich finde auch komisch, dass der Preis kaum was über die Waffe aussagt, weil ich finde die hier natürlich viel besser als diese hier. Aber diese hier ist teurer. Wie viel kostet meine? Ganz, ganz wenig. Noch weniger. Ja, okay, Glückshändler. Du hast erstmal ausgedient. Dann gehen wir mal zu dir hier. Und verkaufen dir meine beiden tollen Waffen, die ich gerade erworben habe, für ganz viel Geld. Nicht. Und 422 Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel hier die Grundschaden hatte. Gucken wir nochmal hier. Ja, auf jeden Fall, das sind ja nochmal 60 Schaden mehr. Hier, das sind ja 60 Schaden Unterschied. Und jetzt nochmal 60 Schaden Unterschied. Oh, ach so eine Chance auf kritische. Erhöhte kritische Schaden ist natürlich nice. Und die Geschicklichkeit. Poison ist natürlich komplett unnötig, deswegen ist das hier nicht so schlecht. Hat einen Sockel. Die Sockel benutze ich ja eh momentan gar nicht so wirklich richtig. Ja, das hier bringt nicht so viel. Ja, wenn ich es halt nicht. Ach komm, probieren wir einfach mal aus. Gucken wir noch kurz eine Sache mit der Quest hier. Da war doch auch irgendwas Gutes hier. 440. 440. Ja, aber hier sind ein paar Fähigkeiten drin, also nehmen wir die mal. Mal probieren einfach aus, was passiert. Was kostet das am Anfang? Es kostet schon 2000 direkt, okay. Hat funktioniert. Was haben wir dazu bekommen? Den Sockel, okay. Ja. Ich tue die mir mal hier in den zweiten Slot rein. Damit ich die halt dann ab und zu mal, falls ich an so komischen Schreien wieder vorbeikomme, hochleveln kann. Und hier, das tun wir einfach mal weg.
Brauchen wir erstmal nicht. Okay. Hier ist die richtige Waffe drin und sonst alles auch in Ordnung. Okay. Ja, dann würde ich sagen, unten der Typ hat auch keine Mission mehr. Gehen wir wieder rein und clearen mal die komplette Map. Brauche ich noch Identifikation? Ne, die habe ich hier noch geholt. Genau. Das Pad. Auch nichts. Wie viel Gold habe ich? Kann ich auch einmal machen. Einmal kann ich auch machen. Ich würde jetzt gerne nur mal rein aus Interesse ausprobieren. Hol mir mal hier irgendeinen Ring von meinem Pad. Ah, der ist nicht so gut. Hol mir den hier. Der ist ein bisschen besser. Und Verzaubermann. Okay, das funktioniert auch. Was haben wir? 4, 4, 17. Was? Da kam Leben und Blitzwiderstand rein. Kann das sein? Nein. Okay, vielleicht hängt das mit den Levelanforderungen von den Items zusammen. Je nachdem sind dann die Fähigkeiten stärker. 15, 27. Das heißt, hier müsste was Cooles bei rumkommen. Kann ich ja ausprobieren, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe. Und, okay, jetzt gehen wir aber auch hier rein. Ich will nicht hier zu lange rumgammeln. Große Tor durch. Ja. Okay, hier gehen die Schritte runter, aber das sieht sehr, sehr cool aus, das Tor. Also hier wird schon was Größeres durchpassen. Ah, da ist die Frau, die wir eben gekillt haben. Ja, ich gehe noch kurz in das Portal rein, damit ich das bekomme. Und dann halt auch direkt wieder zurück. Okay, a Lost Fortress. Die verlorene Festung. Und da sind wir auch schon wieder. Und ja, ab die Post. Rein da. Oh, oh, ich sehe schon, der Part hier hat viele Ladebalken. Oh, es lädt ziemlich lange. Das heißt, es wird eine Geschichte kommen. In der Zeit kann ich ja sagen, das mit den... Basked in his presence. The voice in the ember is only a shadow of Ordrock's true glory. I find now that I have no desire other than to serve him and to show his glory to the world. My years of study are nothing to Ordrock's vast centuries dwelling in ember. But still, my knowledge sometimes surpasses his. His spirit infuses the ember. It could be concentrated further, bringing his voice to the world. Syl will see the potential. Together, we will free Ordrock from this mountain. Kingdoms will kneel before us, blinded by the radiance of our ascendancy. None will dare question the virtue of our art or the power of Ordrock. Okay, der sagt jetzt hier irgendwas von dieser Ordrock, also alles ist im Vergleich mit dem irgendwie nur Schatten und das ist das Tollste, was es gibt und der ist super und der ist unglaublich und der wird die ganze Welt erobern und vernichten, weiß ich nicht. Und der hat das irgendwie studiert und der will die Stimme von ihm in die Welt bringen. Und Syl, also die Frau, die da eben gefangen worden, ja, die wieder, was heißt gefangen, die einfach so weggeportet worden ist, wird das volle Potenzial von ihm sehen, wenn Ordrock freikommen wird, und dafür will er sorgen. Und die Königreiche werden vor ihm knien, oder vor Ordrock knien. Ja, und keiner wird da Fragen stellen vor der Macht des Ordrocks. Also, okay, dann fahren wir fort. Was ich eben sagen wollte, ich habe gesagt, oder im letzten Part habe ich erwähnt, dass ich da diese Klicks verloren habe. Wenn man 200 Videos hochgeladen hat in YouTube, dann ist es wohl so, dass da irgendwie die Videos einknicken oder die Views einknicken. Drücken wir auf Fortfahren und endlich neues Gelände. Sieht sehr, sehr cool aus.